Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kollege Jurek hat ja viele Punkte, die ich auf meinem Zettel auch angesprochen, auch Dr. Haider. Ich möchte mal ein ganz anderes Thema beleuchten, was in der gesamten Debatte, solange wie ich im Deutschen Bundestag dabei bin und auch in den Ausschüssen, aus meiner Sicht noch nicht angesprochen wurde. Wir benötigen in der deutschen Gipsindustrie jährlich etwa 9,5 Millionen Tonnen. Davon kommen 5 Millionen Tonnen aus den Reha-Anlagen der Braunkohlen- und Steinkohlenkraftwerke. Dort wird das SO2, was ja im Wesentlichen zur Bildung des sauren Regens in den 70er und 80er Jahren beteiligt wird, eliminiert und über Kalkstein entsteht Gips. Dieser Gips ist im Vergleich zu Naturgips chemisch reiner und wird von der Gipsindustrie sehr gerne weiterverarbeitet. Und wir selbst bei uns am Kraftwerk Schwarze Pumpe, aber auch am Kraftwerkstandort Jenschwalde und in den vielen Kraftwerkstandorten NRW hat sich die Gipsindustrie angesiedelt und nutzt diesen Rohstoff. Damit werden die natürlichen Vorkommen natürlich geschont. Auf der anderen Seite möchten wir gerne, dass die Bautätigkeit in Deutschland weiter vorangeht. Ich sage nur, wir brauchen dringend mehr Wohnungen. Dazu wollen wir neue Wohngebiete erschließen, wir wollen aber auch verdichten. Und wenn wir verdichten, heißt es, wir müssen auf bestehende Gebäude noch eine oder eine andere Etage draufsetzen. Und das wird wieder dazu führen, dass wir zusätzliche Mengen benötigen. Ich rede von Gips immer noch. Und diese Gipsvorkommen, die wir in vier Bundesländern haben und in Süddeutschland, kann man natürlich auch bergmännisch gewinnen. Dazu muss man natürlich dann neue Steinbrüche bzw. Bergwerke erschließen. Und da erwarte ich natürlich, dass diejenigen, die jetzt den Kohleausstieg hier so schnell vorantreiben wollen, und die Rohstoffbasis, die mindestens 60% des benötigten Rohstoffes in Deutschland über die Kohlekraftwerke gesichert wird, dass diejenigen sich an die Spitze der Bewegung stellen und sagen, bitte schön, wir unterstützen im Südharz, wir unterstützen in Nordthüringen, wir unterstützen in Nordhessen, im Keuper von Baden-Württemberg bzw. in Bayern den Aufschluss neuer Tagebaue. Und da bin ich gespannt, ob die Linken und die Grünen in ihrer Verantwortung für ihre Region als Bundestagsabgeordnete an der Spitze der Bewegung sein werden und dann diese Entwicklung vorantreiben. Das, was ich jetzt aus Thüringen und aus Sachsen-Anhalt höre, lässt erwarten, dass man dieses nicht machen möchte. Und ich will auch auf diese Kommission noch eingehen, die schon erwähnt wurde, Wachstum, Strukturwandel, Regionalentwicklung, die im Zusammenhang mit dem Klimaplan etabliert wurde. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, dass dieses mitverfolgt wird und wir uns auch darüber Gedanken machen. Herr Kollege Dr. Schulze, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Krischer? Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt, sondern das war ein fliegender Wechsel. Gestatten Sie die Zwischenfrage? Herr Kollege, ich finde das ja eine interessante Theorie, die Sie hier aufstellen und sagen, wir müssen Kohleabbau machen, um Gipsproduktion in Deutschland zu sichern. Also das ist eine sehr interessante These. Damit sollten Sie öfters auftreten. Da kann man jetzt mal weiter darüber nachdenken, was das alles für Konsequenzen hat, dass wir Quadratkilometer im Rheinland, in der Lausitz, abbaggern, das Klima schädigen, das Grundwasser zerstören, um dann am Ende ein Abfallprodukt Gips, was aus der Stromerzeugung entsteht. Meine Frage an Sie wäre, ist Ihnen bekannt, dass im Rheinland große Mengen Kalk zur Verhinderung der Versauerung und Verockerung in den Tagebau geschüttet wird, dass dieser Kalk
in vielen Gebieten abgebaut, ins Rheinland transportiert werden muss, dass der Braunkohlebergbau, den Sie gerade als Rechtfertigung benutzt haben, um da weiter Gips zu abbauen, dass der selber wieder Abbau an anderen Stellen für Kalk verursacht. Also damit dreht sich Ihre ganze Geschichte schon im Kreis. Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen länger darüber nachdenke, fielen mir noch ganz andere Sachen dazu ein. Ich würde Sie einfach mal dazu um eine Stellungnahme bitten. Also Sie haben gerade die Dinge nicht vollständig benannt. Natürlich brauche ich auch Kalk, um das Rauchgas zu entschwefeln. Also die Mengen müssen Sie einfach noch mit dazu rechnen. Ich habe bewusst auf diesen Teil also mal darauf hingewiesen. Wir haben ja schon die Debatte zur Vermeisung der Landschaft geführt. Und damals hat sich keiner darüber Gedanken gemacht, wenn wir Biogasanlagen in Größenordnung aufbauen und dafür die Maisanbaufläche von über 1 Million Hektar zusätzlich nehmen, die Landschaft vermeisen, um die Biogasanlagen damit zu füttern. Da hat keiner darauf Rücksicht genommen, welche Auswirkungen das langfristig auf die Biodiversität gibt. Und es wird mir doch wohl erlaubt sein, darauf hinzuweisen, dass, wenn man so einen Kohleausstieg fordert, auch diese Dinge ganz einfach mit berücksichtigen muss. Darf ich weitermachen? Sofort. Dann kommen wir mal zu Ihren Arbeitsplatzzahlen, die in dem Antrag hier angeführt werden. Sie sagen, es sind etwa 30.000. Ich kann diese Zahlen nicht nachvollziehen. Wir haben in den deutschen Kohlekraftwerken und in den Bergwerken zusammen 36.000 Arbeitsplätze. Und wenn ich dann noch mal sage, dass jeder Arbeitsplatz dort mindestens einen bei Industriedienstleistern hinzunimmt, dann sind wir irgendwo bei 70.000. Und Kollege Jurek, Sie haben die 500 oder 600 vom Kraftwerk in Schwalde angerechnet. Das sind die bei LEAG. Ich muss natürlich die gleiche Anzahl also auch noch mal bei den Industriedienstleistern mit berücksichtigen. Und ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, in dem von Ihnen angegebenen Zeitraum bis 2035 die entsprechende Anzahl von Ersatzindustriearbeitsplätzen zu schaffen. Das bezweifle ich. Und mit Paddelbootverleihern am Senftenberger See oder anderswo werden wir eine Region nicht ernähren können. Wir brauchen Industriearbeitsplätze und das, was der sächsischen Wirtschaftsförderung in Rothenburg gelungen ist, wenn dann die Ansiedlung kommt, mit den ersten, wenn, habe ich ja gesagt, Herr Frese, wenn es zu dieser Ansiedlung kommt und 1.000 Arbeitsplätze entstehen, dann wäre das nur ein erster Schritt und damit muss es auf dieser Strecke insgesamt weitergehen. Und abschließend möchte ich noch auf das Thema Steinkohle eingehen. Sie haben ja, Frau Bärenberg, gesagt, es geht uns erstmal um die Braunkohlenkraftwerke. Wir wollen also mit anderen Worten, und das hat ja Rot-Rot-Grün hier in Berlin verkündet, auch noch einige Jahre oder Jahrzehnte mit den Steinkohlenkraftwerken weiter zu wirtschaften. Jetzt müssen wir mal überlegen, dass wir 2018 die deutsche Steinkohlenförderung einstellen und dann alles, was wir benötigen, importieren. Und wenn man sich die Bedingungen anschaut, zum Beispiel in Kolumbien, wo ein Fraktionsmitglied von Ihnen dabei war, sich anschaut, unter welchen Umwelt- und Sozialstandards dort Kohle gefördert wird. Hinzu kommt, dass dort tausende Hektar nicht rekultiviert werden. Das Grumgas, was im Ruhrgebiet und in anderen Steinkohlenabbaugebieten aufgefangen wird und thermisch verwertet wird, geht dort auf Hunderten und Tausenden Hektar Fläche ungehindert in die Atmosphäre. Und jedes Molekül Methan hat eine Wirkung als Treibhausgas wie etwa 25 Moleküle CO2. Das muss man berücksichtigen. Dann müssen wir die Transportwege berücksichtigen. Und wenn man gesehen hat, unter welchen Bedingungen dort Menschen umgesiedelt werden, unter welchen Bedingungen die dort arbeiten, da sage ich Ihnen, solange wie wir Kohle noch benötigen, ist es mir lieber, dass ich mit dem hohen Umweltstandards, den wir in Deutschland haben, die betreibe und mir das nicht irgendwo anders herholen. 8.000 Kilometer Entfernung, wo ich unter dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn, das ist im Sinne des globalen Klimaschutzes sicherlich nicht der richtige Weg. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gerhard Schick für Bündnis 90 Die Grünen.